Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder Teil 2. Manchmal tut man Dinge und hinterher fragt man sich, was habe ich getan? Ich glaube, ich habe irgendwie den alten Spielstand nochmal geladen, so unseren zweiten Speicherstand oder so. War dann total verwirrt, weil ich eigentlich auf dem zweiten Speicherstand speichern wollte und habe dann jetzt quasi die letzte Folge nochmal gespielt, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich. Ich bin noch nicht weit gekommen. Am Anfang, wo in der Mitte diese ganzen Abflusslöcher sind und darüber bin ich hinaus, habe den Knopf nochmal gedrückt ganz am Anfang und da sagt Tenny, ja, eine Illusion. Ich wette, hier gibt es noch mehr davon. Und dann bin ich durch die Wand durch und das hat er vorher nicht gesagt. Liebster Henny, wir haben eine Illusion gefunden. Und finden hoffentlich hier hinten dran mal einen Schlüssel oder so. Weil viele Türen hatten wir gefunden. Die Türen sind jetzt alle wieder zu. Die Gegner leben alle wieder. Deswegen ist Vulk auch im guten Zustand. Wir haben auf dem Level oben drüber nochmal ordentlich gerastet. Und ich habe mehr Wunden heilen. Also mehr schwere Wunden heilen nochmal vorbereitet. Keine Giftneutralisierung. Wir sind jetzt besser vorbereitet mit Wissen aus der letzten Folge. Aber ja, wir schauen mal. Zuerst möchte ich gerne hier mal irgendwas deponieren. Wir hatten noch das Schwertchen, genau, das haben wir noch. Das hatten wir mal woanders deponiert. Da kamen wir mal her. Dort geht's, denke ich mal, ja, da geht's auch wieder zurück. Okay, ist safe, aber Henny hat gesagt, ihr könnt mehrere solcher Wände geben. Also fleißig die Nasen einrennen. Na, da ist auch so ein Spinnenschlüsselloch. Spiel, ich will hier weiterkommen. Aber Henny hat ja gesagt, es könnte mehr Illusionswände geben. Ich habe so viel angedotzt in der letzten Folge und... Na gut, darüber wird keinen Sinn machen. Und wir hatten nichts gefunden. Da geht's auch nicht weiter. So, Spiel, bitte gib mir einen Schlüssel. Ja, nur Zeichen starker Verwitterung. Spiel, gib mir ein Zeichen. Irgendeins. Hallo, Schwert. Da ist so ein Schleimviech. Komm her. Komm bitte. Nicht Vulk irgendwie. Da liegt Zeugs. Ein Spinnenschlüssel. Sehr schön. Danke, Spiel. Wir wissen schon, wohin damit. Einen Schädel. Einen Trank der Heilung. Dankeschön. So, und der Knopf macht hoffentlich die Tür auf. Das ist korrekt. Eine Tür und eine Platte. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann auf die Platte. Platte runter, Platte rauf. Die Druckplatte ist wohl verklemmt. Okay, da habe ich kein Problem mit. Looty-Loot. Ein Schädel. Stab. Noch was wir damit sollen. Moment, stopp, halt, Spiel. Nein. Ich bin dagegen. Henny? Henny, magische Geschosse. Irgendeins, mach sonstige magische Dinge. Bahn frei. Nein, doch nicht mehr frei. Vulk halt durch. Moment, stopp, halt. Moment, du noch ein Pfeil, der ging ins Leere. Da steht noch was, dem können wir aber jetzt, denke ich mal, ausweichen. So viel habe ich gar nicht gelootet. Das war keine Gier, das war. Lass mich das mal zur Ruhe kommen, Spiel. Ja, Vulk geht's nicht so gut. Deswegen hatte ich eigentlich hier schwere Wunden heilen. Irgendwas haut von hinten auf uns rauf. Spiel, ich bin eigentlich vorwärts gelaufen. Darf ich bitte? Danke. Ah ne, jetzt bin ich in die Sackgasse gelaufen. Egal, wird schon. Vulk halt durch. Vorher einstellen. Heiligsblechle. Guten Morgen, Vulk. Tut mir leid. Wo zu Geier kamen die alle her? So viel habe ich gar nicht gelootet.
Wusa. Wow. Okay. Nein, ich drücke jetzt nicht den Knopf. Wir sammeln zuerst mal unsere Reste ein und looten. Und lass mich doch, Spiel. Ich will den Schild eigentlich gar nicht haben. Ja, das ist, sobald man dort was nimmt. Armschienen des Schutzes. Okay. Mhm. Plus 2 Armschienen. Du hast noch minus 6. Minus 3. Okay. Du kriegst momentan ziemlich aufs München, dann seien die dir gegönnt. Minus 2. Minus 1. So, dann kann Henny die Armschienen noch tragen. Heiligsblechle. So, das Schwert hatte ich eigentlich mal in der Hand. Langschwert hat cool. Ja, ist das besser oder schlechter als ein plus 5 Langschwert? Wir testen es mal. Achso, wir haben noch einen Ring, den wir verteilen können. Den kann die neue Gefährtin tragen. 0. 0. Na gut, egal. Okay, das soll schon schief gehen. Ich glaube, durch die Tür kamen wir mal. Da hatte ich den Knopf gesehen. Heieiei, mir wäre es wohler, wenn Vulk mehr Lebenspunkte hätte. Wir gönnen uns mal einen Heiltrank. Trank der Heilung. Nimmst du den mal bitte in die Hand? Hey. Muss ich ihm den nicht in die Hand geben? Wo kann die Waffe nicht loslassen? Sie ist verflucht. Okay. Oh Mann. Kannst du aus deiner Nebenhand trinken? Kannst du aus deiner Nebenhand trinken? Ja, kann er. Edge-Bait-Spiel. Ich bin schlauer als du. Wir hatten in der letzten Folge, ich weiß, Fluch brechen oder Fluch entfernen oder was auch immer gefunden. Hatten wir auch mal gelernt, aber ja, ich hätte ja geladen statt gespeichert. Ist jetzt die Tür wieder aufgegangen? Ja. Wow. Okay, das Looten war heilsam. Also es war dieses Hardcore. Kannst du damit überhaupt Schaden machen? Von Wizardry habe ich ja gelernt, dass dort verfluchte Gegenstände nicht unbedingt negativ sind, sondern dass die auch teilweise zu benutzen sind, weil der negative Effekt einfach nur das nicht entfernbar ist. Es kann aber auch ein Held an einem Amulett zu Tode ticken. Das geht auch mit verfluchten Gegenständen. So. Dann... Spiel, warum geht's hier runter? Habe ich mir jetzt irgendwas verbaut, weil ich den Spinnenschlüssel hier reingetan habe und nicht in die anderen Spinnenschlüsseltüren? Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, aber wir gehen runter, können dort hoffentlich schlafen. Vielleicht ist es auch nur so ein kleiner Mini-Level, in dem wir einen weiteren Spinnenschlüssel finden oder so. Wäre ich dafür? Oh mein Gott. Was habe ich getan? Wir haben Progress gemacht. Vor allen Dingen hätte ich auch gerne diese Fluchbrechen-Rolle auf jeden Fall, aber die war ja jenseits von irgendwelchen Schlüsseln. Aber ich weiß nicht mehr wo. Damit wir Vulk wieder das Schwert wegnehmen können. Ich glaube, dann würde ich es auch wegwerfen. Ich weiß es noch nicht. Mal überlegen. Ich kann mich an sonst kein Spiel erinnern, wo ein verfluchter Gegenstand wirklich auch positiv war. Deswegen war ich bei Wizardry ziemlich überrascht.
Wir sind jetzt in Level X, können wir hier schlafen? Ach, Spiel. Sag einfach nein. Dann hätte ich jetzt gerne einen Spinnenschlüssel und irgendwie noch ein paar Heiltränke und so. Wenn wir jetzt den Rest des Spiels nicht mehr schlafen könnten, wäre das echt assi. Sehr assi. Die Spuren sehen wie tiefe Kratzer aus. Ja, Dungeon Master hieß das Drache. Spiel macht keinen Scheiß. Bitte nicht. Oh Mann. Nee, seht ihr noch einmal so aus. Moment. Ich verwirrt. Unsere verfluchte Waffe hat bisher noch keinen Schaden gemacht, aber das hat nichts zu heißen. Doch, jetzt hat sie 7 Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was die Waffe vorher gemacht hat. Bin ja nicht so der Zahlenmensch. Keine Ahnung, ob die Waffe an sich jetzt gut ist. Ich habe noch eine Ameise gesehen. Hast du vielleicht einen Spinnenschlüssel für uns dabei? Fände ich echt nett. Ich glaube, ich hätte den doch woanders nutzen sollen. Da liegt Zeugs. Scheint einmal ein Gefäß oder ein Behälter gewesen zu sein. Ja, wir hatten noch schon Fässer zerstört. Wurfpfeil. Geht mal zu unserer Dame. Dolch und Dolch. Keine Ahnung, was da mehr Schaden macht. Hebt den mal auf. Henny, fehlt ja noch einer. Ja, ich sehe die Ameise. Ziemlich viel Wurfzeugs. Macht mich auch irgendwie nachdenklich. Wieso ist der direkt blau? Nimm den mal mit. Schuhe. Wer braucht Schuhe? Die Dame braucht Schuhe. Das ist wohl kein Kollege gewesen, die Knochen. Wir haben bisher nur einmal Knochen, was nach Kollege klingt. Da ist ein Schlüssel. Ist das vielleicht ein Spinnenschlüssel? Ein Schild. Pack den mal einfach ein. Darkmoon-Schlüssel. Hatten wir auf der anderen Ebene auch ein Schloss dazu gesehen? Kettenhemd, da habe ich jetzt keine Nerven für. Dolch, wir looten einfach mal und dann gehen wir nochmal nach oben. Langschwert. Ein Helm. Oh, der sieht cool aus. Wir ziehen aber jetzt gerade mal kurz nichts an. Ein verfluchter Gegenstand reicht bis auf Weiteres. Wir haben Platzprobleme. Da haben wir auch nichts mehr frei. Nee, das war dein gutes Langschwert, was du wahrscheinlich nochmal tragen wirst. Schwerkerolle, schwer Wunden heilen, Gift neutralisieren, Gift neutralisieren, Tote erwecken, das möchten wir alles behalten. Ja gut, dann lass den Schild hier. Wo kommen wir hier? Ich glaube hier irgendwo. Ah, Moment. Die Ameisen sind ja noch pflegeleicht. Ich will mit dem Darkmoon-Schlüssel nochmal hoch. Wenn ich hoch wieder finde. Hallo, bleib mal hier. Oh, jetzt steht auch was hinter mir. Sag ich doch, und das ist eine Treppe. Oh, Mike, was. Oh, mach keinen Scheiß.
kommen jetzt die ganze Horde Ameisen her. So, hier geht's hoch. Ich weiß nicht, ob das das Hoch ist, von dem wir kamen, aber... Rosa. Irgendwo hatten wir ein dunkles Schlüsselloch gesehen. Hoffentlich geht's da weiter. Ansonsten weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass wir jetzt schon nochmal eine Etage tiefer gelaufen sind. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal in dem anderen Level noch klar Schiff machen. Und den Fluchbrechen holen. Die Rolle, die hatten wir irgendwo gefunden. Und wir suchen das Schlüsselloch wieder. Und kämpfen gegen Gargoyles und den ganzen Shit. Was? Wieso bist du... Okay, die Ameisen vergiften. Ich dachte, es wäre eine Lähmung gewesen. Gut, dass ich Gift neutralisieren wegrationalisiert hatte. Haben wir wenigstens Gift verlangsamen? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Dann nehmen wir bitte einen Gift-Heilungstrank. Lebenskraft. Entgiftung. Oh, Mike. Dankeschön. Ich habe nicht mit Gift gerechnet. Ich wollte schlau sein. Hat nicht funzt. So, jetzt sind wir wieder raus. Moment. Das Schwert hätte ich dann gerne hier. Als Reminder, dass es da mal durchging. So, nicht zu sehr flitzen, weil die Gegner alle nochmal da sind. Weil ich ja neu laden musste. Dackchen? Nein, ich bin schon weg. Spiel. Zack. Schleim hier erledigt. So, wo war die Entfluchenrolle? Und wo war so ein Schlüsselloch? Warst du die Entfluchenrolle? Ja, okay. Dann leg die mal kurz ab. Dann lernen wir die. Dann haben wir die aus dem Inventar. Rollen notieren, Fluch brechen. So, zack. Dann kannst du das wieder einpacken. Da sind wir ratzfatz fertig. Ah, ja. Ja, hier sind wieder die ganzen Wände. Ups. Ja, nein. Zack. Seite, rückwärts, schlagen. Konzentrieren. So, den haben wir erledigt. Und irgendwo hatten wir hier, glaube ich, so ein Dark Moon-Dings gesehen. Haptisch. Schlüssel, das war aber, glaube ich, ein grauer Schlüssel, für den wir noch kein Schlüsselloch gefunden hatten. Kannst du mal bitte sterben? Bevor mir irgendwas ins Kreuz haut? Oder einfach der Gang zu Ende ist? So, danke. So, Schlüssel einsammeln. Ja, das war ein grauer Schlüssel. Ich sehe den Schleimi. Jetzt mal den Stab kurz hier. Machen wir Stabdinge. So, ich hoffe, dass der Stab bald aufgebraucht ist. Dann hätte ich wieder einen Platz frei. Ich möchte jetzt keine neuen Dinge anziehen. Aus Gründen. Was war denn das für ein Pergament? Kannst du das da lesen? Ja, oder? Doch. Nein, da gehen Sternfeuer. Ja, das war der Hinweis auf eine Nordostwand. Das hatten wir. Dann kann der Zettel hier bleiben. Ja, das war die, wo wir den Spinnenkeller gefunden hatten. Als wir unseren ersten Freund gefunden hatten, der uns direkt in den Hintern getreten hat. Okay. Haben wir eingepackt.
Ja, ich erinnere mich, da war was mit ganz vielen von euch. Das war ein Luftloch. So, killt ihn. Gefühl trifft wohl mit dem verfluchten Schwert nicht wirklich. Aber das war, glaube ich... Ah doch, da war das dunkle Schloss. Und da war gefühlt ein Spawner von dem Viehzeugs. Okay. Progress. Nein, Spiel. Warum? Warum? Sag mir einfach, warum. So viel zum Thema Progress. Aber vielleicht brauchen wir den grauen Schlüssel unten bei den Ameisen. Gehen wir nochmal zurück zu den Ameisen oder gucken wir hier weiter? Oh mein Gott. Da in die andere Richtung. Ja, war wirklich Sackgasse. Ich hab's getestet. Ach, Kacke. Ja, das waren alles diese Sackgassen. Oh mein Gott. Spiel, lass mich einfach irgendwo schlafen. Zumindest so ein bisschen. Einfach ein kleines Röntchen. Okay, das ist der Eingang. Dann finde ich den Weg zu den Spinnen wieder. Da haben wir jetzt gelernt, dass wir aufpassen müssen, weil die vergiften. So, und hier jetzt, da weiß ich, wo die Geheimwand war, hier nämlich. Und dann war, glaube ich, hier lang die, ja, die Treppe, wo wir unseren einzigen Spinnenschlüssel abgegeben haben. Dann wieder runter zu den Ameisen. Vielleicht finden wir dort ein Schloss, wo der graue Schlüssel reinpasst, den wir hier gefunden haben, für den wir kein Schloss gefunden haben. Und vielleicht kriegen wir dafür nochmal einen Spinnenschlüssel oder so einen schwarzen Schlüssel. Da wäre ich jetzt offen, Spiel. Ist mir egal. Hauptsache ein bisschen Progress und Hauptsache irgendwann schlafen können. Bitte, 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 bitte. Wenn alle Stricke reißen, muss ich nochmal neu laden. Und den Spinnenschlüssel woanders hin tun. Aber ich glaube nicht dran, dass die Entwickler so böse waren. Weil das wäre nämlich dann gemein. Wenn das dann sowas Game-Breaking-mäßiges ist, wo man nicht mehr weiterkommt. Ich spiele ja hier kein Elvira. Okay, Spinne Ameise tot. Da ist ein Schlüssel. Was wohl dieser schwarze T-ähnliche Masse hier ist, das will ich eigentlich zuerst mal gerade gar... Spinnenschlüssel! Let's go back. Wo war back? Da. Ha! Hoffentlich geht das jetzt im Ladebildschirm nicht verloren. So, und ich kann mich an mindestens zwei andere Spinnenschlüssellöcher erinnern. Mindestens zwei. Oh Mann. So, Spiel, mach's nicht so spannend. Laden, 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 laden. Vor allen Dingen, hoffentlich ist der Schlüssel nicht weg. Aber es ist halt gut, dass wir jetzt wirklich mal nicht schlafen können und ja, so ein bisschen dahin krebsen müssen, weil sonst war es halt die ganze Zeit schon ziemlich einfach. Natürlich auch durch den Charakterimport und den ganzen Kram. Aber ja.
So, wir haben noch eine Spinne eingesackt. So, dann ja, geht's hier durch die Wand und dann war, glaube ich, hier so. Da so, genau, da ging es weiter. Und dann waren. Moment, das sah knopfmäßig aus. Nein, ist kein Knopf. Da waren jetzt einige. Die lassen wir mal zu. Aus Gründen. Und hier waren noch einige Spinnenschlüssellöcher, oder? Da sind Spinnenschlüsselloch. Da hinten war, glaube ich, auch noch. Da war auch noch eins. Dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Das ist wie Teil 1. Das sind sogar dieselben Symbole. Gibt es da wieder diese Steinsymbole? Wir hatten ja die aus Teil 1. Die Steinsymbole haben wir dem Museum, glaube ich, gespendet oder der Wissenschaft gespendet. Stand in der Vorgeschichte. Und sonst hätten wir die ja noch alle gehabt. Moment mal, haben wir aktuell Hunger? Ja, wir ziehen uns ein bisschen Nahrung rein. Mal so richtig zum Kauen. Ich habe zwar darauf geachtet, dass wir Nahrung schaffen, nochmal vorbereitet haben. Nochmal eine Spinne. Aber ja, eine Robe. Moment, was ist das für ein Pergament? Magierrolle, hast aufgenommen. Können wir halt schon. Ich könnte es halt auch mal verwenden, zaubermäßig. Moment, wir setzen die Robe durch die andere Robe. Wenn hoffentlich nie zwei Magier mitnehmen. Ist das jetzt das da? Oder ist das für den Hals? Bei Hinter 1 haben die Sachen anders ausgesehen. Das war auf jeden Fall nicht verflucht. Ja gut, wir haben jetzt nochmal einen Spinnenschlüssel gefunden, damit soll es nochmal weitergehen. Aber das Amulett sieht halt aus wie das da, aber es sieht halt auch nur wie ein normales Amulett aus. Egal, wir gehen die Pause und sind einigermaßen glücklich und hoffen, dass wir hier bald in irgendein Level entschwinden können, die wir schlafen können. Also, bis gleich.